Hallo Leute, willkommen zurück. Wir fahren unsere zweite Folge vom Bus Driver. So, wir gehen gleich los, gehen es gleich scharf an. Linie 26, Blitz und Donner. Wegen der starken Regenfälle sind weder die Baustelle noch das Sportstadion, die entlang der Route von Linie 26 liegen, zu sehen. Was für ein Mistwetter. Können Sie sich den perfekten Meilenbonus sichern? Fahren Sie vorsichtig, bauen Sie keinen Unfall, legen Sie keine Vorbremsung ein und nutzen Sie Ihren Blinker. So viele Sachen auf einmal. Na gut, schauen wir mal. Das ist wirklich ein Mistwetter. Na kommt, schneller einsteigen, wir haben Zeit. Ich weiß nicht, wofür ich jetzt die Strafe gekriegt habe, aber okay. Nutzen Sie Ihre Blinker, mache ich ja gerade. Da hagelt Punkte. Na, ob wir die schaffen, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja, genau. Und die rote Ampel auch noch rüberfahren, weil sie so lustig ist. Also die Ampelschaltungen. Als Österreicher ist mir, oder bin's ich ja gewohnt, dass die Ampel blinkt, bevor sie auf Gelb umschaltet. Oder auf Rot, Richtung Rot umschaltet. Das tut sie da nicht. Für meine lieben deutschen Zuschauer wird das ja normal sein. Ja, mit der Pünktlichkeit habe ich es heute nicht, aber das ist halt, wenn man rote Ampeln vor sich hat, dann... Ist das ein tolles Wetter da? Ja, wie gesagt, wie schon in der letzten Folge gesagt, das Spiel macht noch immer Spaß, obwohl es schon älter ist. Man muss wirklich sehr genau fahren und sehr gut fahren. Ich glaube, in dem Spiel wird so gut wie alles bestraft. Auch wenn man Fahrgäste an der Haltestelle stehen lässt, dann wird man auch bestraft. Wenn man irgendwo dagegen fährt, wird man bestraft. Wenn man Unfälle baut, wird man bestraft. Wenn man zu spät dran ist, wird man bestraft. Wenn man die Spur nicht halten kann, wird man bestraft. Aber man wird auch belohnt, wenn man zum Beispiel eine Meile unfallfrei fährt. Ja, das ist dem Gamepad geschuldet, dass ich das nicht so gescheit fahren konnte. Aber ich sehe schon, die nächste Haltestelle ist schon die letzte. So, da sind wir.
Bewertung bitte schön. Naja. Ich hab's jetzt aber pünktlich sein. Das Gepfeife nervt etwas, ja. So, weiter geht's jetzt. Hey, ist lesen wollen? Na egal. Geht's glaube ich um irgendein Schwimmteam oder so. Das wir vom Flughafen abholen sollen. Jetzt haben wir einen Reisebus. Durch die winterliche Landschaft. Was ich finde grafisch dafür, dass das Spiel schon 7 Jahre alt ist. Da gibt es heutzutage Simulatoren, die schauen schlecht aus. Ich nenne jetzt keine Firmennamen, aber ich sage euch so viel, der Firmenname hat 3 Buchstaben. Nein, ich meine nicht SCS. Nicht, oder? War klar, dass wir das nicht schaffen, oder? So, 0,8 Meilen bis zum Ziel. Ich kann noch die Spiegel so einblenden, dann muss ich da die Taste gedrückt halten. Ist ein bisschen doof. Ja, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, ich mache jetzt ein Mini-Let's Play. Das ist jetzt die 2. Folge und die letzte, die ich jetzt in dieser Session aufnehmen werde. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann sagt es mir. Ab in die Kommentare. Ich habe kein Problem, dass ich es dann weiterspiele. Vielleicht dann sogar mit Lenkrad. Mal schauen, wenn es funktioniert. Ob ich das hinkriege. Oh, Kollege hat ein Problem. Hupe haben wir auch. Ich kann aus der Perspektive leider nicht fahren. Das geht absolut nicht. In einer Sekunde sind wir da. Genau, so stellt er sich vor, der kleine Programmierer. So, da wären wir. Ja, das Spiel ist schon lustig. Pünktlichkeitsbonus, naja, 64% ist okay. Keine Strafen. Hoppala. Gut, ich würde sagen, eine geht auf jeden Fall noch. Eine Busfahrt in einem sauberen, ruhigen Vorort an einem klaren Tag wie diesen kann ein wahres Vergnügen sein. Nur wenige Haltestellen, nette Fahrgäste, tolles Wetter und wenig Verkehr. Der Traum aller Busfahrer. Fahren Sie nicht zu schnell und halten Sie sich an die Verkehrsregeln. So fahren Sie sicher. Und los geht's. Ja, dabei, das sind noch die einfachen Fahrten. Nicht ins Gras. Gut, jetzt kann ich noch fahren, wie ich will, weil jetzt
Haben wir noch keine Fahrgäste an Bord? Jetzt kann ich auch eine Vollbremsung hinlegen. Ohne dass er meckert. Ab jetzt nicht mehr, jetzt habe ich Fahrgäste. Ich habe gerade eine Vollbremsung gemacht. Den Fahrgästen war es Gott sei Dank wurscht. So, nächster Halt. Keine Ahnung, wie die Station heißt. Ist mir auch egal. Drei steigen aus. Und hoffentlich steigen auch ein paar wieder ein. Wobei, die werden wahrscheinlich sehen, wer am Steuer sitzt und werden sich lieber Angst haben. So, da sind wir. Na, ja, 11 steigen sogar ein. Ein Wahnsinn. Weiter geht's. Man merkt, wir sind in einem kleinen Vorort, nicht mehr in der Großstadt. Gut, ja, grafisch, es ist kein Eurotruck-Simulator. Nona. Das Spiel ist auch schon ein bisschen älter. Ja, langsam gewöhne ich mich dran. Vier Haltestellen noch. Nächster Halt, Taunton Heat. Was? Taunton Heat? Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann gegen eine Wand fahre. Weil das Lenken mit dem Gamepad nicht gerade das Wahre ist. Das da Lenken, das ist auch Streichen. Akzeptiert doch so, passt. Na gut, es ist rot. Noch zwei Haltestellen. Wie soll man die Zeit einhalten, wenn man dauernd an irgendwelchen roten Ampeln steht? Na komm, steigt's ein. Was ist denn das für Verkehr da?
Sie haben Ihr Ziel erreicht. Na bitte. So, das war die letzte Fahrt im Stufe 1. Ja, ich würde sagen, wie schon vorher gesagt, wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich mache gerne noch weitere Folgen. Dann, wie gesagt, vielleicht sogar mit Lenkrad, wer weiß. Ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss.